Ja, liebe Leute, hier auf dem Weinfest in Bocholt mit der neuen Weinkönigin Ramona Borg. Ramona, was muss man denn mitbringen, um Weinkönigin zu werden? Auf jeden Fall viel Freude am Wein, an Leuten, am geselligen Zusammensein. Ein bisschen Wissen über den Wein ist ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Aber grundsätzlich soll man auf jeden Fall Spaß dran haben. Was ist denn der Lieblingswein der neuen Weinkönigin? Der Goldmuscatella. Oh. Den habe ich am Freitag auch schon getrunken, auch während wir das Formular ausgefüllt haben. Und den kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Was wollten die denn alles auf dem Formular wissen? Unterschiedliche Fragen. Der Wein des Jahres 2018, verschiedene Rebsorten, Weingebiete. Es waren doch schon ein paar unterschiedliche Fragen. Ja, das hat alles funktioniert. Das hat alles anscheinend funktioniert. Aber jetzt geht das ja heute Abend schon zu Ende, dann ist ja schon wieder alles vorbei, oder? Nein, aber meine Herrschaft beginnt ja quasi, meine Regentschaft, mit dem heutigen Tag. Und ich freue mich, das ganze Jahr genießen zu können. Und im nächsten Jahr ist dann ja auch 25-jähriges Weinfest in Bocholt. Also ich denke, ich starte da ein ganz gutes Jahr. Ja. 25 Jahre, da frage ich doch gleich mal Ludger Dikus, wie ist es in diesem Jahr gelaufen? Man kann es ja kaum noch toppen, das haben wir zwar schon öfter gesagt. Aber bei den Temperaturen und bei dem Wetter, Freitagabend richtig voll, Samstagabend ging nicht mehr. Und heute waren auch schon nach der Messe in St. Georg viele, viele Besucher da. Wir mussten zweimal Wasser nachholen. Und die Winzer Mineralwasser. Können, Mineralwasser. Die Winzer können ja irgendwann nicht mehr nachholen, weil dafür ist der Weg jedenfalls weit. Einige Weinsorten sind auf oder waren gestern Abend schon zu Ende, aber ich glaube, das ist in dem Fall nicht so schlimm. Es war ein richtig tolles Weinfest mit vielen, vielen Besuchern. Ja, und ich meine, die Bocholter sind ja an sich Biertrinker, das merkt man dann, ne? Die trinken den Wein immer zu schnell, oder? Also es ist schon so, freitagsabends gegen eins und samstagsabends gegen eins hat man schon die ein oder andere Diskussion oder die Aufgabe, den Platz dann aufzuräumen, weil die Nachbarn wollen natürlich auch ihre Ruhe haben, es ist dann irgendwann Sperrzeit. Und dann denkt man sich schon, dass der ein oder andere tatsächlich Wein wie Bier getrunken hat. Ja. Okay, dann wünschen wir noch einen schönen Resttag heute und dann im nächsten Jahr sehen wir Sie ja dann wieder. Auf alle Fälle, ich freue mich schon. Prima, Dankeschön. Und